Ich bin Profi Brody, weiße Brille, weiße Cap. Hallöchen Leute, willkommen zu einem weiteren Video. Heute schauen wir uns richtig oder Schläge ist wild an. Mit Rezo, Grizzly Rob und Papa Latte. Richtig krasse Kombination auf jeden Fall und let's go. Die Anzahl der staatlich offiziell bekannten Hurensöhne ist seit 2017 stetig gestiegen. Seid ihr dumm? Ich hab den drei. Staatlich anerkannten Hurensöhne. Okay. Das heißt, es geht da wahrscheinlich darum, um die, ne, die den Job machen. 30k bezahlt. Einfach, weil du Julian Bam bist, oder? Ja. Ich habe irgendwas mal so von 15.000 gehört. Echt? Mm. 15.000. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe hier Kevin und Rob. So. Hallo. Ich gebe euch jetzt Fakten. Hallo, was stand da gerade? Wenn deine Mutter dich ihren Freundinnen vorstellt. Hallo. Ich darf jetzt wieder lachen, stimmt ja. Ich gebe euch jetzt Fakten und ihr sagt mir, ob die Fakten wahr oder falsch sind. Also ihr sagt, es ist wahr, aber es ist eigentlich falsch, dann kriegt ihr mit der Fliegenpatsche. Frage Nummer 1. Der Erfinder der Frisbee wurde nach seinem... Oh, meine Kopfhörer sind kaputt? Oder hört es bei euch auch komisch an? Ich habe gerade gar nichts gehört, was der gesagt hat. Ich habe die Musik laut gehört, aber nicht die Stimme. Hä, ist komisch. Das könnte ich mit meinem Kopfhörer in den Kanal Stimme und Sound tauschen. Ich habe gar nichts gehört gerade. Wahrscheinlich den Kopfhörer. Mit der Fliegenpatsche. Frage Nummer 1. Der Erfinder der Frisbee wurde nach seinem Tod in eine Frisbee verarbeitet. Wahr oder falsch? Falsch. Ich glaube, es ist kompletter Bullshit. Ich glaube auch. Also ich glaube, dass bei dem Frisbee-Erfinder sein Grabstein ein Frisbee ist aus Metall. Der Frisbee-Erfinder hat mich aus seiner Metalltellern, glaube ich, damals Frisbees erfunden. Und ich glaube, der hat auf seinem Grabstein so ein Frisbee stehen. Die den in so einer Frisbee verarbeitet haben, Digga. Das ist Müll. Zu makaber irgendwie so. Ja, ich vor allem, Frisbee kann man überhaupt aus einem Menschen einen festen... Ja, du könntest ja Asche draus machen und die Asche dann in so diese Masse, in die Plastikmasse sprengen. Dass es nicht alles nur aus dem Körper gemacht ist, sondern auch, dass der so verarbeitet ist. Ja, wurde jetzt nicht aus dem Kopf eine Frisbee geschnitzt. So. Also, wär krass. So aus dem Beckenknochen. Ja, wahrscheinlich haben die das einfach als flüssige Plastik mit eingemischt oder so. Ja, wenn ihr beide sagt, das ist falsch, dann sag ich, es ist wahr, damit wenigstens einer geschlagen wird. Es ist tatsächlich richtig. Also, was? Aus der Asche wurde dann eine Frisbee gemacht. Ja. Was? Oh nee. Okay, Leute, wenn ich sterben sollte, macht meine Asche in eine Brillenform. Aber nur weiße. Oh, Bro, was für chillig. Alter, du hast mir voll auf den Daumen geknallt. Danke, Digga. Du kannst das auch auf den Hintern machen, also so aus Gag, wenn ich muss. Also. Aus Gag? Nee, okay, ey, wenn ihr es nicht feiert, dann feier ich es auch nicht. Nee, Mann. Willst du mal so Ledersachen anhaben, so als Gag? Ey, wenn ihr Aufwand drauf habt, dann... Oh, hier ist so geil. Können wir das machen, halt? Ich bin in Gefahr. Es ist unmöglich zu summen, wenn man sich die Nase zuhält. Kann ich es nicht ausprobieren? Ja, du wirst es nicht testen. Ja, das geht. Pass auf. Das geht. Es dann, komm, das hört sich an, als wäre es ein Stöhnen dann oder sowas. Es geht auf jeden Fall. Es ist genauso wie, du kannst nicht mit geschlossenem Mund das O nachmachen laut. Ein O schreien. Das ist genau das Gleiche. Mach mal mit geschlossenem Mund, schreibt man das O. Kommt dasselbe Gag, glaube ich, bei raus am Ende. Ich finde, es gibt eine Mittelantwort. Ich sag ja. Ich glaube, es ist unmöglich, länger zu summen, weil du kannst ja deine Mundflächen erstmal aufmachen und ich glaube, du kannst so lange summen, bis dein Mund mit Luft voll ist. Und dann hört's auf. Was? Nee. Ja. Du kannst so lange summen, wie du Luft in der Lunge hast. Ist egal, wie viel Luft du in deinem Mund hast. Du kannst aber die Nase auch atmen. Die Nase ja zu, stimmt. Darum geht's ja. Was sagt ihr? Ich sag ja. Ich meine, ich jetzt mal auf TikTok gesehen, dass es nicht geht. Also. Gut informiert, was deine Quellen eher. Ich würde auch sagen, dass es wahr ist quasi, ne? Ich finde dann auch, dass es im weitesten Sinne unmöglich ist. Wir sagen wahr. Es geht. Ja, und ja, also. Okay. Guck mal, wenn ich jetzt so... Was? Es geht nicht, oder was? Stimmt, es geht nicht. Hä, Leute, es geht echt nicht. Hä, Leute, es geht nicht. Hä, das ist komisch. Das ist richtig komisch. Das ist komisch. Das geht echt nicht. Da gehen deine Ohren auf. Ach du Heiliger. Und dann ist es zu Ende, weil dann ist mein Mund voll. Ja, yeah, aber es ist eine Art von Summen. Es ist doch Summen. Wenn ich die Nase zuhalte und dann... Ist das nicht Summen? Wie nochmal? Kannst du mal zeigen? Ja, perfekt. Oh Mann. Alright, nächste Frage. In Schweden ist es verboten, nur eine Katze zu besitzen. Hä? Ich warte auf eure Antwort. Aber das wenn ich summe jetzt ohne Nase zu, dann
Das heißt, irgendwie kommt dann aus der Luft, aus der Nase die Luft. Hä, das ist komisch. Eine Katze ist nicht erlaubt. Ja. Null Katzen ist erlaubt. Ja. Und zwei Katzen auch. Wahrscheinlich einfach, damit das Tier nicht... Null Katzen ist erlaubt. Nein, du musst eine Katze haben. Nicht alleine. Genau, so. Man sollte sich immer zwei Katzen holen. Das wird auch empfohlen. Ah, ist es so? Ja, ist es so ja. Bei Katzen sagt man immer, man soll zwei holen. Das wurde mir auch krass empfohlen damals. Ich denke, das ist wahr. Ja, dann ist das wahr. Ja, es ist wahr. Ja, glaube ich. Okay. Und die Antwort ist... Aua. Oh, falsch. Boah, Ding. Sollen sich nur eine Katze holen? Das macht schon Sinn. Ich fand es schon schlüssig. Aber ich glaube, das ist auch abhängig von der Katzenrasse, oder? Gibt es auch schon Katzen, die auch alleine gehen, oder? Weiß ich nicht, aber ich glaube, es geht auch bei Katzen, genau. Die abwerten auch. Seid ihr dumm? Wieso sollte das so sein? Entschuldigung, ja, cool. Am 16. April 2004 hat jemand als Weltrekord versucht, für 3 Tage am Stück die Luft anzuhalten. Versucht? Eigentlich geschafft. Ist der tot jetzt, oder? Kann ich auch, Leute. Okay, Leute, ich versuche jetzt für ein Jahr lang die Luft anzuhalten. Let's go. Okay, nicht geschafft. Ich hab's versucht. Nein, genau so. Weltrekord im Versuchen. Ich muss eigentlich auflösen, also nach 1:20 musst du dann wieder Luft holen. Wie, das heißt, der Typ hat gesagt, so, ey, ich mach das jetzt, ich melde mich da an bei dem Guinness-Ding-Shit oder so, kommt alle her. Ich glaube, es war nicht offiziell. Okay. Einfach, er hat einen Livestream gemacht. Wenn ich 100 Subs erreiche, mach ich 3 Tage nicht atmen. Das ist gar nicht so einfach. Also, wenn man will, dass er vorbeikommt... Nee, 3 Tage nicht atmen ist echt nicht einfach. Nee, aber lass, Bro. Das Guinness World-Ding, wenn du willst, dass er vorbeikommt, musst du dafür zahlen. Das musst du echt viel Geld zahlen für. Wie viel? Ich habe irgendwas mal so von 15.000 gehört. Echt? Einfach nur, dass die rumkommen und sich das angucken. Ja. Ich habe nie verstanden, könnte ich jetzt zum Beispiel einen kompletten neuen Rekord aufstellen, zum Beispiel den, die meisten Schläge, die Julian Bam bekommen hat oder so. Also ich habe so ein bisschen Erfahrung damit. Du musst diese Anfrage schicken und dann schauen die sich das an. Weil ich habe auch mal versucht, was anzumelden. Das Problem ist eher so, wenn du eine Anfrage schickst, dann bist du quasi auf Platz 1 Million. Das heißt, bis die eventuell bearbeiten, ist nicht drin. Aber wenn du bezahlst, dann wirst du so nach vorne gerutscht und je mehr du zahlst, im Endeffekt. Ich glaube auch, das Konzept von denen ist ja im Endeffekt nur, dass die deiner Firma eine Marketingplattform geben, weil du wirbst ja mit Guinness als Unternehmen, wenn du den Rekord aufstellst, weißt du? Hunde können Krebs bei Menschen riechen. Das ist ja wie zum Beispiel, wenn du sagst, hey, ich habe das größte Steak in meinem Restaurant. Ich glaube sogar, bei meinem Vater in der Nähe gab es mal das größte Steak oder so. Als Weltrekord und wenn du es isst, kriegst du es gratis oder sowas. Weiß nicht, irgendwie sowas war da mal. Also wenn du es schaffst, musst du nichts bezahlen. Irgendwas war da mal. Da war auch der Jumbo Schreiner auch dann da und so weiter. Kennt man diese Galileo-Typ, der alles isst. Da war irgendwas auch mal mitbekommen. Und dann wirbst du ja damit auch, dass du Guinness-Weltrekord das größte Schnitzel hast oder sowas. Ja. Oder größte Pizza, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Weil ich meine, so ein Schnitzel ist ja auch irgendwann begrenzt. Also ich meine, irgendwann ist Schnitzel... Schweine wachsen ja nur bis zu einer bestimmten Größe jetzt, also. Oder andere Tierarten, aus denen man Schnitzel machen könnte, ne? Außer gezüchtetes Fleisch. Da könnte es noch größer werden, wenn du es gezüchtet hast. Ist unbegrenzt. Oh, neue Möglichkeiten für Guinness World Record. Wenn jemand Krebs hat, dann riecht das so ein Dog. Also wir reden jetzt von der Krankheit, oder? Ja. Was? Ja. Der Joe war komplett. Könnt ihr den einfach cutten, Bro? Ich glaube, wir schneiden den raus. Ich würde auch sagen, ja, mir wäre so, als hätte ich auch mal was auf TikTok gesehen. Einfach Bildung. Ja. Ich glaube aber TikTok. Auch, also ich sag auch, das ist wahr. Es ist wahr. Oh, krass. Ich war mir zu 100% sicher. Junge, wie sind Hunde so intelligent, Alter? Ich glaube, die können ja gut riechen. Ja. Also Hunde können Krebs riechen. Wenn Leute Krebs haben, können die das riechen. Das ist krass. Was riecht man da? Power, Baby! Riecht man da so Verwesung? Ja, also sie werden irgendwas riechen. Also die Einspieler sind heute ein bisschen, weiß ich nicht, nicht so funny, muss ich sagen. Also der Unge und der hier, die waren schon unwitzig. Was du ja quasi erst gar nicht wahrnehmen kannst. Und es gab irgendwie mal einen Case, dass so ein Hund dann angefangen hat zu bellen und das fand die merkwürdig und dann ist der dann zum Arzt gegangen. Eingeschläfert worden. Nein. Der Mann ist zum Arzt gegangen. Und der Mann ist eingeschläfert worden. Dann wurde wirklich gesagt, dass der Hund es quasi schon gerochen hatte. Krass. Mhm. Hast du den nächsten Frage schon gesehen? Mhm. Nein, stopp. Dann mache ich jetzt einen Joker. Kaltes Wasser reinigt die Hände und den Körper genauso gut wie warmes Wasser. Ich glaube, warmes Wasser öffnet irgendwie die Poren so. Ja, das mit den Poren ist, glaube ich, ein Gerücht. Das habe ich auch mal gehört. Dass dieses Porenöffnen ein Gerücht ist.
das ist nicht stimmt irgendwie. Ich gehe mal in die Kamitte, weil dann ist Text oben unten nicht verdeckt. Merke ich früh im Video, ja. Was, glaube ich, gut ist? Ich habe komplett die Frage vergessen. Kaltes Wasser reinigt die Hände und den Körper genauso gut wie warmes Wasser. Warmes Wasser ist ja nicht kochendes Wasser, dass man sagen könnte, okay, die Bakterien sterben jetzt ab oder so. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Wann sterben Bakterien ab? Ab 60 Grad oder so? Ist warm 60 Grad? Ich habe nie mein Wasser gemessen, aber... Frech, cringe. Also, ja, cringe. 42 Grad, 41 schon, Grad. Ja. So warm. Boah, ich mache übelst was? Warm. Mein Rekord war 80. Ja. Verbrennung. Ja, ja, 50k bezahlt, dann haben die beim Duschen zugeguckt. Ich hab mir 30k bezahlt. Einfach weil du Julian Bam bist, oder? Ja. Guinness, ich lieg gerade in der Wanne. Ich hab Julian auch die weltweit kleinste Brücke in seinem Garten, oder? Ist auch ein Guinness-Weltrekord irgendwie. Das ist 80 das Grad, Digga. Kommt rüber. Ich sage, das ist, Körper, ne? Ich sage, dass warmes Wasser besser die Hände sauber macht. Also ich sage, es ist falsch. Ich auch. Ich nicht. Ich ja, es wird richtig sein, weil die davor waren alle falsch, aber scheiße. Okay, also du sagst, es ist falsch. Ja. Du sagst, es ist falsch. Ja. Und du sagst, es ist richtig. Ja. Er ist ein Bait, wir kriegen. Ja. Boah, Bruder, bei ihm. Ey, was ich aber jetzt erst checke. Ich bin gerade mega Brain AFK gewesen. Warum ist jetzt plötzlich Ju in der Mitte? Hä, hab ich da was verpennt? Wie lange sitzt denn der schon da? Hab ich denn was verpasst? Kaltes Wasser. Und dann ist Ju plötzlich da drin gesessen. Okay. Ich sag ja komplett so, hä, guck jetzt Ju's Video oder Rezo. Ich bin komplett verwirrt gerade. Ach, der Joker. Ach, das war da, wo ich meine Kamera umgestellt habe. Deswegen den Joker. Ach so, okay. Deswegen war ich abgelenkt, weil ich die Kamera umgestellt habe. Hier, meine Facecam. Hast du so ganz leicht gemacht, aber mir richtig toll. Scheiße, Mann. Neugeborene können nicht weinen. Also, dass eine Flüssigkeit aus den Augen kommt? Ja. Weil schreien können die, das weiß man. Ja, also. Ja, Maxi, was meinst du? Ich habe die Antwort schon gesehen. Also irgendwie macht es halt schon Sinn, dass das was ist, was da noch ausgebildet wird. Auf der anderen Seite spawnen die ja schon so fast fertig eigentlich. Das ist richtig. Ich sag, das stimmt. Ich sag auch, dass das stimmt. Ich sag nein. Ja, komm, Ju, gib uns die Schläge. Oh, shit. Fan-Kanäle sind nicht ausgebildet. Halt, krass. Rob, denk doch mal nach. Bitte. Versuch. Ich habe noch nie ein Kind gesehen, das ein Baby, das weint, wo wirklich Tränen aus den Augen kommen. Habe ich noch nie gesehen. Also hier so. Also, ich hätte auch gesagt, dass es nicht geht. Nachzudenken. Ja, Tränenkanäle. Natürlich, super logisch. Das weiß man doch. Anatomie, erinner dich doch. Sind die Leute in den Kommentaren so, oh mein Gott, das weiß man doch? Nein. Teilweise schon. Echt? Ja, manche sind... Doofe Tomaten. Liebe Grüße an der Stelle. Schreibt doch ein nettes Kommentar einfach. Nichts von all dem weiß man doch. Doch, das mit den Hunden, das wissen viele. Und dass man nur zwei Katzen schon eine in Schweden holen darf. Ja, das weiß man. Das weiß jeder, ja. Die Anzahl der staatlich offiziell bekannten Hurensöhne ist seit 2017 stetig gestiegen. Also quasi wirklich ein... Wurde jetzt gerade Rob ausgelacht. So ein Sohn einer Hure. Wie er im Bilderbuch steht. Ach du Sohn, du hast ja nicht mal eine Hure gegessen. Für mich ist keine Beleidigung, dann bin ich der Sohn einer Hure. Ja, das ist kein Problem. Was sagt ihr denn? Was sagt ihr? Was zählt jetzt als Hure? Ist sowas wie jetzt zum Beispiel OnlyFans, würde das als Hure durchgehen? Nein. Warte, das ist doch keine Hure. Nein. Eine, ne, die erst halt die Dienstleistung anbietet und auch macht, dann dafür Geld bekommt. Das ist für mich eine, ich darf es halt nicht sagen, weil YouTube und so, ich habe auch keine Live-Zensur jetzt, ich werde das Video nachher nicht schneiden an der Stelle, deswegen muss ich gucken, was ich sage. Deswegen, ja, ich denke, die Zahl ist gestiegen. Aber wegen Corona ging es, glaube ich, wieder zurück, oder? Weil da konnten sie ja nicht ausüben, weil es dann auch, glaube ich, dann auch verboten war, kurz und jetzt nur unter Auflagen, bla bla bla. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Sein, also Prostitution quasi, also seinen Körper quasi, also Sex gegen Geld. Sex gegen Geld. Okay, weil dann habe ich hab das Gefühl, dass es allgemein weniger Prostituierte gibt. Wichtig ist staatlich offiziell bekannt. Ah, staatlich offiziell bekannte. Und ah ja, das, die Welten. Ich weiß gar nicht, wieso du lachst. Also, boah, es geht ja nicht darum, wie viele Hurensöhne es gibt, sondern wie viel staatlich sozusagen... Anerkannte. Wenn man das dann so in seinem Ausweis steht. Kevin Teller, anerkannter. Sohn. Ja, der Staat muss das ja nicht anerkennen, dass du ein Hurensohn bist, aber ihm muss vielleicht könnte bekannt sein. Ja, also ich würde. Ja, man muss ja anmelden, sein Gewerbe. Ist ja ein Gewerbe, was du anmeldest. Sagen, dass Prostitution allgemein unbeliebter geworden ist, weil es jetzt so Sachen gibt wie OnlyFans und so, was ich gut finde, denke ich. Deswegen würde ich sagen, es ist gesunken, also falsch dann, richtig? Ich glaube, vor 50 Jahren wurde noch nicht so viel und so gut verhütet das wie jetzt. Auch, ja. Das heißt, ich glaube, vor 50 Jahren sind mehr Söhne entstanden als jetzt. Ich glaube, es sinkt. Deswegen würde ich auch sagen, es sinkt. Ja. Also es ist falsch, es ist nicht stetig gestiegen. Ja, okay. Ah!
Seit 2017 gibt es das Prostitutionsschutzgesetz genau. Und so, seitdem melden sich immer mehr Huren offiziell an und sagen schon, wenn du ein Kind von der Hure bist, du aber die Hure nicht registriert ist, dann bist du auch nicht bekannt als Hurensohn. Ja, Gott. Okay, Fledermäuse sind blind. 30 Trilliarden, also da sind 15 Trillionen, 23. Warte mal, die haben ja Augen. Das ist ein Einspieler gerade. Deswegen können sie ja nicht 100%. Was war das denn schon wieder für ein Einspieler? Oh Gott, ey, wirklich, da bin ich komplett raus. Was ist das denn hier? Der zählt von 1 bis irgendwas hoch, oder was? Nee, warte mal, die haben ja Augen. Genau, ich glaube auch. Deswegen können sie ja nicht hundertprozentig blind sein, sonst hätten sie ja keine Augen. Ich glaube, die sehen sehr schlecht, aber die sind nicht blind. Aber die sind an ihre Augen gar nicht angewiesen. Nicht machen blind. Die diese Echo-Ortung, genau. Oder? Ja, also ich würde sagen, ist falsch, weil die können so ein bisschen sehen. Ja. Ihr sagt alle falsch? Die sind nicht komplett blind. Ja, komplett blind. Weißt du, was jetzt was Sexuelles? Ihr sagt alle falsch, ja. Wir sagen alles falsch. Dann kannst du mich auch nochmal streichen? Dumm. Okay. Meine Güte. Okay, das war's mit dem Video. Checkt auf jeden Fall den Channel von Kevin aus. Checkt auf jeden Fall. Sehr coole Sache auf jeden Fall. Nur die Einspieler waren ein bisschen weird an der Stelle. Da waren ein paar komische Einspieler drin. Meiner Meinung nach scheinbar nur, ja. Ich bin Profi Brody, weiße Brille, weiße Cap. Ich bin Profi Brody, alles andere nur Dreck.